Wir schauen uns heute das Novaphone Lite an und schauen uns auch an, was unterscheidet eigentlich dieses Gerät, das Schallwellengerät, von einer Massagegun, von einer Massagepistole. Aber fangen wir erstmal generell mit dem Novaphone an. Ich habe das Gerät entdeckt, weil es mir immer wieder angezeigt wurde bei Instagram. Es wird beworben mit dem Triathleten oder von dem Triathleten Jan Frodeno und zusätzlich, wir haben bei uns in Hannover so einen Laden, der heißt Vaut oder Wort oder wie auch immer man ihn ausspricht. Und da gibt es immer wieder neue coole Sachen, die ausgestellt werden. Und da wurde unter anderem von Novaphone das Gerät ausgestellt. Tatsächlich nicht das Lite, sondern es gibt noch das Power und das Power 2. Und das Gerät habe ich dann im Internet entdeckt. Das ist relativ neu. Und wir schauen uns erstmal nochmal an, um den Unterschied zu verstehen, so eine Massagegun. Das kennt eigentlich mittlerweile jeder von uns. Massagegun hat jeder schon mal gesehen, vielleicht auch irgendwie fast jeder schon mal ausprobiert. Du machst es an. Also das ist jetzt hier ein Gerät von Amazon, ein ganz normal, also kein super teures. Und man hört es hier ja schon. Das ist relativ laut und man sieht auch, dass sich das Ding hier super schnell bewegt. Und wenn ich das jetzt auf meinen Arm knallen lasse, dann fängt mein ganzer Arm an zu vibrieren und das tut auch weh. Also ich habe jetzt hier auf volle Pulle, erkennt man jetzt nicht, aber es ist jetzt auf volle Pulle und dementsprechend fängt dann auch mein Arm an zu wackeln und das tut auch weh, wenn man das auf bestimmte Körperstellen drauf prallen lässt. Also man arbeitet hier eigentlich mit einer Art von Druck, Druck, der auf den Körper geht, in dem quasi dieser Ball ständig auf den Körper schlägt und dadurch dafür sorgt, dass Verspannungen weggehen, dass Schmerzen weggehen etc. Aber vor allem wird es dafür benutzt im Sport, um ja eigentlich den Körper zu regenerieren, dass er schneller wieder fit ist und um teilweise auch mal Muskelkater schneller loszuwerden. Und ganz ehrlich, mir hilft es auch teilweise, wenn ich irgendwo mal eine Verspannung habe oder mir was ein bisschen wehtut, da in dem Bereich mal ein paar Minuten einfach drauf zu gehen und das zu benutzen. Ich benutze sie nicht jeden Tag, aber ich benutze sie schon mindestens einmal die Woche, um damit etwas vorzubeugen oder etwas zu beseitigen, Schmerz. Und das Novaphone, wenn wir das jetzt mal anmachen, dann vibriert das. Ich halte das mal dran, vielleicht hört man das ein bisschen. Es ist so ein bisschen, hat so ein bisschen so einen Vibrator-Modus und es gibt drei verschiedene Stufen, die man hier einschalten kann. Und man hört auch, dass es ein bisschen lauter wird und auch, es ist auch stärker. Aber wenn ich das jetzt auf meinen Arm mache, auf volle Pulle, dann spüre ich das auch, aber es ist kein Druck, also es ist kein Schmerz oder so, sondern es ist, stellt euch das so vor, als ob ihr könnt mal zum Test eure Zahnbürste, wenn ihr eine elektrische Zahnbürste habt, die mal auf euren Arm halten. Und so ähnlich fühlt sich das auch an, also es tut überhaupt nicht weh, sondern es ist so ein ganz leichtes Kribbeln und man kann einfach über den Arm rübergehen. Und was ist jetzt das Besondere an diesen Schallwellen? Also wie gesagt, das sind halt Schallwellen, die in den Körper gehen. Und laut Novaphone geht es bis zu 6 cm tief in den Körper rein. Und es ist ein Gerät, was medizinisch bestätigt wurde. Es ist ein medizinisches Gerät, es wurde nachgewiesen, dass das funktioniert. Und man sieht das nicht auf der Kamera so gut, aber so ein bisschen kann man es erkennen. Also es gibt quasi einen Schmerz, den man im Körper hat und das ist quasi ein Schmerzpunkt, der ausgelöst wird und der führt zu einem Reiz. Und dieser Reiz ist am Ende die Wahrnehmung, dass mir irgendwo was wehtut. Also sagen wir mal, mir tut es hier an der Hand ein bisschen weh, da ist irgendwie immer wieder ein leichter Schmerz. Und das ist die Reaktion. Und wenn ich jetzt dieses Novaphone, diese Schallwellen darüber laufen lasse über einen gewissen Zeitraum. Es gibt da auch Anleitungen dazu, was man wie in welchem Bereich nutzen muss und wie man das Gerät anwenden muss. Und jetzt sagen wir mal, ich streiche hier ungefähr 10 Minuten rüber. Dann ist das Ziel, dass die Schallwellen den Schmerzreiz übertünchen und mein Schmerz verschwindet, weil quasi dieses Ausgangssignal, was der Körper empfängt, übertüncht wird von diesen Schallwellen. Und dann habe ich keine Schmerzen mehr. Und
Das hat tatsächlich funktioniert. Der Grund, warum ich mir das Gerät gekauft habe, ist, dass ich plötzlich starke Rückenschmerzen bekommen habe, weil ich mir irgendwas eingeklemmt habe und das ist nicht weggegangen. Und ich wusste, okay, es dauert jetzt wahrscheinlich ein bisschen länger, um zum Arzt zu gehen, aber ich möchte irgendwie keine Tabletten nehmen. Und dann dachte ich, okay, komm, ich kann es mir kaufen, ich kann es auch wieder zurückschicken, ich probiere das jetzt mal aus. Und ich hatte einen sehr starken Schmerz und ich habe das am Rücken benutzt und dann ist man immer über den Rücken rüber gestrichen und das so 10, 15 Minuten. Und man hat erst diese Platte hier. Na, man hat erst diese Platte hier, die man benutzt. Jetzt kann ich das auch nochmal hier auf volle Pulle machen, dass man das nochmal ein bisschen sieht. Also man sieht, so ein bisschen bewegt es sich auch. Und wenn man dann einen Schmerzpunkt gefunden hat, dann wechselt man auf diesen Pinöpel hier. Den kann man dann entweder komplett auf dieser Stelle einfach stehen lassen oder man kreist. Ich habe das immer ein bisschen kreisen lassen. Und ich muss zugeben, der Schmerz war für eine gewisse Zeit weg. Also ich hatte dann teilweise mal eine Stunde ungefähr Ruhe vor diesem Schmerz und ich konnte dann echt mich dann auch wieder bücken. Also ich hatte so Schmerzen im Rücken, dass ich mich nicht mehr bücken konnte und dann war der Schmerz weg und ich konnte mich dann bücken. Jetzt in diesem konkreten Fall von diesem starken Schmerzen muss ich sagen, okay, das hilft kurz, aber man soll das auch nur dreimal am Tag benutzen, weil es laut deren Aussage nicht öfter funktioniert. Und das kann ich auch halbwegs bestätigen, dass ich das jetzt nicht irgendwie 18 Mal am Tag machen kann. Und dann muss ich am Ende sagen, okay, das ist ganz cool, wenn man jetzt mal irgendwie ein, zwei Tage Schmerzen hat und das benutzen will, um diesen Schmerz einfach zu übertünchen, weil man keine Ibu oder ein Aspirin oder so einnehmen will. Aber wenn man wirklich sehr starke Schmerzen dauerhaft hat, dann ist es nicht so hilfreich. Wofür es aber tatsächlich viele Leute nehmen, ist, wenn sie einen leichten chronischen Schmerz haben. Also wenn sie zum Beispiel immer wieder hier im Handbereich leichte Schmerzen haben oder wenn sie Kieferverspannungen haben. Es wird sehr viel für Kieferverspannungen beworben. Und in dem Bereich kann ich mir auch vorstellen, dass es dann stark hilft. Also dass es dann wirklich, wirklich hilft. Auch irgendwie, ich habe das mal probiert. Ich hatte hier dann so leichte Verspannungen und dann habe ich das ein bisschen rüberlaufen lassen. Und das hat dann auch geholfen. So, jetzt aber das Aber. Also ich muss sagen, ich werde das Gerät zurückschicken im Anschluss. Ja, es hat mir ein bisschen geholfen. Es hat diesen Schmerz kurze Zeit bekämpft. Aber nicht so, dass ich jetzt sage, oh cool, jetzt war ich dann den ganzen Tag über schmerzfrei, sondern ja, ich hatte mal eine halbe Stunde, Stunde am Ende Ruhe. Und am Ende muss ich auch sagen, ich habe ja schon eine Massage gern. Und die werben natürlich damit Novafon, dass das viel besser ist, dass man weniger kaputt machen kann etc. Das glaube ich auch. Also wenn ich hier mit Druck mir auf die Wirbelsäule das Ding hier so bam 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 drauf haue, dann kann ich mir auf jeden Fall was kaputt machen. Aber am Ende konnte ich den Schmerz auch ein bisschen mit der Massagegun bekämpfen. Also diesen krassen Schmerz nur minimal. Da muss ich gestehen, hat das für die kurze Zeit ein bisschen besser geholfen. Aber wenn ich eine Verspannung habe, also Muskelkater, Verspannung etc., dann hilft mir tatsächlich die Massagegun genauso. Und dann denke ich mir, okay, dann brauche ich halt nicht noch ein Gerät mehr, was relativ viel Geld kostet. Da kommen wir gleich nochmal zu. Um dann irgendwie noch einen zusätzlichen Effekt zu haben. Darum würde ich sagen, wenn du noch keine Massagegun hast, dann würde ich mir genau überlegen, okay, hole ich mir die Massagegun oder hole ich mir das Schallwellengerät, weil ich muss schon sagen, ich finde das Novafon in der Anwendung ein bisschen angenehmer, weil das hier, da muss man schon bei der Massagegun ein bisschen aufpassen, wo man hinkommt, wie doll man es macht. Gerade wenn man im Nackenbereich macht, dann kann das auch dafür sorgen, dass irgendwann so das Gehirn so ein bisschen anfängt zu wackeln und das sich sehr unangenehm anfühlt, wenn man das zu dolle macht. Und hier passiert das halt nicht. Also mit diesen Schallwellen, das kann ich hier dran halten. Das ist jetzt nicht mega cool, das kitzelt auch ein bisschen. Aber das ist sorgt nicht dafür, dass irgendwie, wenn ich das hier dran halte, bam, 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 irgendwie ich eine gefühlte Gehirnerschütterung bekomme. Aber wie gesagt, beides zusammen, ich persönlich würde es nicht empfehlen. Ich habe aber auch keinen dauerhaft chronischen Schmerz. Und ein zweiter Grund, weshalb ich vor allem das Novafon Lite nicht empfehlen kann, ist,
Ich wusste das, aber trotzdem ist es ein Grund, es zurückzuschicken. Dieses Gerät kann nur eine Frequenz, und zwar die 100-Hertz-Frequenz. Und darauf kommen wir jetzt einmal genauer zu sprechen. Ich halte noch mal kurz hier so einen schönen Zettel rein. Und zwar gibt es drei Frequenzen. Ich werde das noch mal richtig einblenden im Video gleich. Und es gibt die 50 Hertz, die 75 Hertz und die 100 Hertz. Und in dem Zettelchen von Novaphone steht 100 Hertz Linderung von Muskelschmerzen. Also das war genau das für meinen Rücken. Es übertönt quasi den Schmerzreiz. Dann haben wir die 50 Hertz Lösen von Verspannungen. Also das ist eigentlich für den Muskelkater, für Muskelverspannungen gedacht. Ich muss gestehen, die 100 Hertz haben auch da prinzipiell geholfen, aber es ist nicht dafür gedacht. Eigentlich sind die 100 Hertz für was anderes gedacht. Und es gibt noch die 75 Hertz, das ist ganz neu von Novaphone, mit dem neuesten Gerät. Und das sind halt die 75 Hertz, die sind für Muskelaktivierung. Und das ist tatsächlich auch das, was der Jan Frodeno, der Triathlet, so bewirbt, dass er sagt, hey, ich benutze das vorm Training, um meine Muskeln zu aktivieren. Ich benutze das nach dem Training mit den 50 Hertz, um Muskelverspannung loszuwerden. Ich benutze die 100 Hertz, wenn ich Schmerzen habe. Und das normale Novaphone, das kann die 50 und die 100 Hertz, also die Verspannung lösen und die Schmerzen lösen. Und das Novaphone Power 2 heißt es, glaube ich, das kann jetzt auch die 75 Hertz, das hat dann auch eine App-Integration und per Bluetooth und dann sagt es mir genau, was ich zu tun habe. Ansonsten kann ich einfach in der App mir die Anleitung anschauen oder in diesem doch sehr umfangreichen Wälzer stehen auch alle Anleitungen drin und dann sieht man so, was man zu tun hat. Also die geben sich auch schon Mühe und erklären einem, wie man das handhaben soll, was jetzt bei der Massagegun nicht unbedingt der Fall ist. So, aber jetzt geht's los, man kauft hier dieses Gerät. Es heißt ja auch Light, es wird auch als Einstieg bezeichnet. Aber eigentlich alle Anleitungen in diesem Buch, und es sind echt ein paar, sagen eigentlich ja, und auch die Videos, ja, du fängst mit 50 Hertz an und dann wechselst du auf die 100 Hertz. Also es gibt eigentlich von Novaphone gar keine Methoden, die nur auf die 100 Hertz ausgelegt sind. Und das finde ich so ein bisschen schade, so. Mir fällt da auch gerade gar kein Vergleich zu ein, aber sie bringen ein Produkt auf den Markt, haben ganz viele Videos, aber ich kann eigentlich mit diesem Produkt nur die Hälfte davon machen, beziehungsweise immer den zweiten Teil. Und dann denke ich so, okay, aber was passiert denn jetzt, wenn ich jetzt die 100 Hertz nehme? Es gibt ja einen Grund, warum ihr 50 und 100 Hertz habt und ich muss jetzt die ganze Zeit die 100 Hertz nehmen, um den ersten Teil dieser Vorgehensweise durchzuführen. Und das ist dann ein bisschen frustrierend. So, und jetzt kommen wir zu der Frage, ja, warum kaufst du dir dann nicht gleich das Richtige? Also, so eine Massagegun bei Amazon kostet irgendwas zwischen 40 und 120 Euro im Schnitt. Da gibt es noch die teuren, da merkt man auch tatsächlich den Unterschied, dass sie noch deutlich mehr Power haben. Die kosten dann irgendwas zwischen 150 und 300 Euro. So, und dieses Einstiegsgerät kostet 290 Euro. Also es kostet halt fast 300 Tacken. Und das normale, das Novaphone, liegt ungefähr bei 400 Euro und das Power liegt, glaube ich, bei 450 bis 500 Euro. Also es ist wirklich sehr viel Geld, was man investiert. Und der Sprung dann nochmal von diesen 290 Euro zu den 400 Euro ist halt schon riesengroß. Und das ist schon echt viel Geld. Und ich habe auch noch zusätzlich, also wenn ihr Corporate Benefits habt, da gibt es zumindest aktuell 20%, letzten Monat gab es noch 25%, sodass ich das Gerät halt noch ein bisschen günstiger bekommen habe, sodass ich unter 250 Euro war. Aber es ist halt sehr, sehr viel Geld. Und da sage ich am Ende, okay, 250 Euro ungefähr für mich jetzt oder 240, ist für mich nicht mehr wert, zwei Sachen zu haben und vor allem jetzt zum Beispiel meine Rückenschmerzen sind jetzt weg. Ich habe keinen chronischen Schmerz, konnte der Arzt beheben das Problem. Und jetzt würde das Gerät einfach nur rumliegen, weil ich kann das Light nur für die Schmerzbehandlung benutzen und laut deren Seite offiziell für nichts anderes. Und die Massagegun, es kann ich auch zur Muskelaktivierung und für Muskelverspannung und teilweise auch für Schmerzen benutzen. Also zumindest hilft sie bei mir. Ob das jetzt wissenschaftlich nachgewiesen ist, wahrscheinlich nicht, weil das ist kein medizinisches Gerät, auch wenn die Geräte teilweise sehr teuer sind.
Aber ich habe es zu Hause und es hilft und funktioniert. Genau. Dann noch ganz kurze Sache. Es gibt noch so ein Verlängerungsteil, weil, also ich bin jetzt nicht der flexibelste Mensch, aber ich komme eigentlich überall an meinem Körper dran. Ich kann hier überall ohne Probleme arbeiten. Das funktioniert. So, aber wenn man jetzt möchte, gibt es noch diesen Aufsatz und den kann man hier einfach reinstecken und dann hat man eine Verlängerung. Aber ich werde das jetzt nicht machen, weil ich habe das gemacht und habe das den ersten Tag benutzt und ich habe es nicht mehr abbekommen. Ich habe über eine halbe Stunde daran rumgefummelt und geprokelt und gegoogelt, weil ich dachte, ich mache es falsch. Hier ist so ein kleiner Knopf, den man, also das ist hier einfach nur, also Plastik, wenn ich noch doller drücke, geht es wahrscheinlich kaputt. Und das drückt man auf und hier ist so ein kleiner Pinöpel und da docht sich das ein und dann kann man das eigentlich wieder rausnehmen. Aber es hat bei mir nicht funktioniert. Und dann denke ich mir auch so, okay, 280 Euro oder 290 Euro und ich kriege die Verlängerung nicht wieder raus. Und wenn ich die Verlängerung nicht rauskriege, dann kann ich es halt nicht mehr aufladen. Und das hat mich auch schon ein bisschen frustriert. Aber zum Schluss nochmal ein Pluspunkt. Es hat USB-C. Alles, was USB-C hat, ist gut, weil es dann schon mal improved ist für die Zukunft und immer mehr Geräte, gerade alle Geräte über eigentlich 30 Euro sollten mittlerweile USB-C haben. Das finde ich ganz cool. Es gibt noch weiteres Zubehör, eigentlich ähnlich wie bei den Massageguns, gibt es verschiedene Aufsätze dazu, die man für verschiedene Sachen benutzen kann, sodass man auch da das ganze System am Ende noch erweitern kann. Angeblich wird das Gerät auch viel von Physiotherapeuten und Therapeutinnen benutzt. Meine Physio hat das tatsächlich zumindest bei mir noch nie angewendet, aber es wird wohl viel von Physios benutzt. Genau, jetzt haben wir schon wieder fast 20 Minuten voll. Das war von mir der Vergleich zwischen Schallwellengerät von Novaphone und Massagegun. Und ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne in die Kommentare dazu. Ich habe bestimmt einzelne Details jetzt nicht erwähnt, die ich aber noch im Kopf habe. Von daher, wenn ihr noch Fragen habt, gerne her damit und vielen Dank fürs Zuschauen.